Hallo, ich stelle dir in diesem kurzen Erklärvideo deine Pflichtaufgaben für dein Lesetagebuch vor. Du siehst hier auf deinem Bildschirm schon, dass die Pflichtaufgaben zwei Schwerpunkte beinhalten, nämlich produktionsorientiertes Schreiben und Analysieren und Interpretieren. Du findest hier jetzt alle Pflichtaufgaben zur tragischen Komödie. Das Dokument erhältst du von mir im Laufe der nächsten Tage. Und alle Pflichtaufgaben sind in Einzelarbeit zu bearbeiten. Hinzu kommen Aufgaben, die wir gemeinsam im Unterricht gemacht haben, beziehungsweise Wahlaufgaben oder Zusatzaufgaben, die du noch hinzuheften kannst. Generell kann ich dir zur Struktur der Aufgaben sagen, dass sie gekennzeichnet sind, ob es Einzelarbeit oder Partnerarbeit ist oder eventuell sogar Gruppenarbeit, was aber im Lockdown im Moment eher schwierig ist und auch nach Niveau gekennzeichnet sind. Die Anzahl der Personen, die sie bearbeiten dürfen, geben die Smileys an. Ein Smiley, wie du es hier siehst auf diesem Aufgabenblatt, steht für Einzelarbeit. Zwei Smileys wäre Partnerarbeit, drei oder vier Smileys würde die Gruppenarbeit andeuten. Die Sterne, die du daneben siehst, gibt das Niveau oder geben das Niveau der einzelnen Aufgaben an. Ein Stern bedeutet einfach, zwei Sterne bedeutet mittelschwer bzw. mitteleinfach, also mittleres Niveau und drei Sterne sind schon Aufgaben, die ein bisschen schwieriger sind. Es ist eine gute Mischung von allen drei Niveaus dabei, sodass auch jeder dort gut arbeiten kann. Und dann starten wir jetzt einfach mit den einzelnen Pflichtaufgaben. Pflichtaufgabe 1: Ich möchte, dass du ein Deckblatt für dein Lesetagebuch erstellst. Neben einer Mappe, die du natürlich neu anlegst, muss diese Mappe auch ein Deckblatt enthalten und dabei soll eine Szene aus dem Drama dargestellt werden. Welche Szene das ist, das darfst du dir selbst aussuchen. Ich bitte dich, das selbst zu zeichnen und nicht irgendwelche Ausdrucke von Bildern aus dem Internet zu nutzen. Da müsstest du schließlich auch eine Quelle angeben, denn es ist ja nicht deine eigene Leistung. Sondern das Deckblatt soll, wenn möglich, handschriftlich gezeichnet werden und neben dieser Zeichnung auch den Titel des Dramas enthalten, den Namen des Autors, deinen Namen, deine Klasse und selbstverständlich das Fach. Und wenn du das gemacht hast, ist Aufgabe 1 schon erledigt. Aufgabe 2. Du legst ein Inhaltsverzeichnis für dein Lesetagebuch an. Da wirst du mit Sicherheit einiges erst ganz am Ende machen können. Heißt, das ist auch eine Aufgabe, die ich erst ganz am Ende von dir erwarte. Dein Lesetagebuch sollte sinnvoll strukturiert sein und in deinem Inhaltsverzeichnis stehen neben dem Datum und Titel der Aufgabe auch die jeweilige Seitenzahl. Ich nutze dein Inhaltsverzeichnis dazu, mir die passende Seite herauszusuchen. Heißt, wenn ich eine bestimmte Aufgabe von dir sehen möchte, schlage ich dein Inhaltsverzeichnis auf, gucke nach der Seitenzahl und schaue auch, wo ich diese Seitenzahl in deinem Lesetagebuch finde. Bedeutet also, jede Seite in deinem Lesetagebuch hat eine eigene Seitenzahl. Auch das eine Einzelarbeitsaufgabe und auch ein einfaches Niveau. Aufgabe 3, Pflichtaufgabe 3 wird dir bekannt vorkommen, die haben wir mir schon im Unterricht erarbeitet. Heißt, du musst es im Prinzip nur nochmal schön abschreiben, ausdrucken oder vielleicht auch einfach direkt abheften, wenn du schon ordentlich erarbeitet hast. Du sollst mir den Autor des Dramas, Friedrich Dürrenmatt, in einem Steckbrief mit Stichpunkten vorstellen. Du darfst dazu Informationen aus dem Internet verwenden oder aus verschiedenen Lexika. Deine Quellen solltest du dabei angeben. Der Umfang beträgt eine Seite. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist es nicht schlimm. Wenn es nur eine Dreiviertelseite ist, ist es auch okay. Es wäre schön, wenn bei dieser Pflichtaufgabe auch ein Bild des Autors mit dargestellt ist. Bitte wirklich nicht vergessen, Quellen anzugeben, damit ich es anschließend nachvollziehen kann, ob deine Informationen richtig sind bzw. wo du sie her hast. Aufgabe 4. Auf diese Aufgabe freue ich mich schon. Ihr wahrscheinlich nicht. Und zwar ist das ein Lesevortrag. Das Ganze ist mittelschwer, denn du sollst dir deine Textstelle selbst aussuchen. Es kann irgendeine beliebige Textstelle des Dramas sein. Und du nimmst diesen Lesevortrag mit Hilfe eines Handys und Tablets oder Laptops auf. Und lädst diesen Lesevortrag, der eine Dauer von circa 3 bis 5 Minuten hat, in iSurf dann unter der entsprechenden Aufgabe P8 Lesevortrag hoch. Folgendes Vorgehen empfehle ich dir dabei. Such dir zunächst eine passende und spannende sowie sinnvolle Textstelle aus.
Dabei solltest du einen sinnvollen Anfang und ein sinnvolles Ende wählen, nicht irgendwo mittendrin. Denn es macht keinen Sinn, irgendwo mitten in einer Szene, wo gerade ein Gespräch ist, anzufangen und mitten in einem Gespräch aufzuhören. Denn da habe ich selber als Zuhörer dann ja auch nichts. Es soll ja quasi wie ein Hörbuch wirken und da muss natürlich auch der Anfang und das Ende passen. Einen kleinen Tipp habe ich dir dazu geschrieben, orientiere dich dabei an einzelnen Szenen. Eine Struktur des Dramas habe ich dir ja bereits im Unterricht gegeben. Bevor du deinen Lesevortrag aufnimmst, übe ihn mehrmals laut zu lesen. Das ist jetzt nicht nur eine Aufgabe, wo du einfach dein Mikrofon anstellst an Diktiergerät und sofort drauf losliest. Das kann ich hören an deinem Vortrag, sondern ich erwarte von dir, dass du es wirklich vorher schon mehrmals übst. Und dabei solltest du achten, dass du richtig betonst und dass du richtig und gut aussprichst. Da fehlt noch ein E. So. Die Textstelle kannst du auch laut vorlesen, zum Beispiel vor deiner Familie. Und von dieser Familie darf dir selbstverständlich auch Tipps geben, wie du das eine oder andere vielleicht besser betonst, was sinnvoll war, was gut war, was vielleicht noch verbessert werden kann. Und wenn du das alles gemacht hast, dir sicher bist, das ist die Textstelle, die du vorlesen möchtest, dass das auch wirklich sinnvoll ist, dass das gut betont ist, dann nimm deinen Lesevortrag auf. Und das kann auch schon mal sein, dass das erst nach einer halben oder dreiviertel Stunde der Fall ist. Für einige schafft es nach einer Viertelstunde und der andere braucht vielleicht auch eine Dreiviertelstunde dafür. Als Tipp für das Aufnehmen kann ich dir sagen, lies vielleicht nicht sofort die ganze Textstelle vor, sondern mach daraus einzelne Passagen. Dass du vielleicht, wenn du drei Seiten liest, erst die erste Seite liest, dann einen Cut machst und nicht sofort weiterliest. Das ist eine Methode, mit der du verhinderst, dass du, wenn du am Ende irgendwie Mist gebaut hast, sofort alles nochmal neu machen musst. So hast du vielleicht dann die ersten Szene schon gelesen oder den ersten Block gelesen, dann kannst du den zweiten aufnehmen und dann kannst du die dritte Passage aufnehmen. Und am Ende schneidest du einfach alles zusammen. Das ist ein Tipp, du musst es nicht so machen, das ist dir selbst überlassen. Und als letztes musst du natürlich deinen Lesevortrag in der oben genannten Datei noch hochladen, beziehungsweise unter der oben genannten Aufgabe. So, und die letzte Aufgabe, die ich dir in diesem Video vorstelle, ist Pflichtaufgabe 5. Schreibe einen Zeitungsbericht für die Tageszeitung Güllener Tageblatt zur Ankunft von Klerzer Hanassian in Güllen. Das bezieht sich auf die Seiten 13 bis 35. Du schilderst in deinem Zeitungsbericht sachlich die Vorbereitung auf die Ankunft von Klerzer Hanassian, die Ankunft von Klerzer Hanassian und die Reaktion der Güllener sowie des Zugführers. Und erläuterst, weshalb Klerzer Hanassian eine so bedeutende Persönlichkeit für die Güldener ist. Das ist eine mittelschwere Aufgabe. Ich erwarte von dir ungefähr einen Umfang von einer bis anderthalb Seiten. Du solltest die typischen Merkmale eines Berichtes bzw. Zeitungsberichtes einhalten, denn das wird mit bewertet. Solltest du zu irgendeiner dieser fünf Aufgaben eine Frage haben, melde dich bitte bei mir per Mail. Dann kann ich dir darauf antworten. Beziehungsweise wenn eine Frage mehrmals auftaucht, dann werde ich auch alle darüber informieren, wie ich es denn gerne hätte. Zu der einen oder anderen Aufgabe lade ich dir vielleicht nochmal ein Hilfsvideo hoch. Das liegt ganz daran, welche Rückmeldungen ich dann auch von dir bekomme. Ich wünsche dir viel Spaß bei den ersten Aufgaben. Weitere Aufgaben werde ich dir im Laufe der Woche bzw. der nächsten Woche dann freischalten. Viel Spaß!